Im August 1945 wurden japanische Städte Hiroshima und Nagasaki mit Atombomben bombardiert. Bis zu heutigem Tage gibt es Diskussionen, warum hat USA zum ersten Mal gegen Zivilisten Atomwaffen benutzt. Es gab keine Militärnotwendigkeit für Atombombardierung. Es gibt keine Zweifel, dass unter den amerikanischen Militärleuten UdSSR als Hauptgegner betrachtet wurde. In den 70 Jahren, die vergangen sind, wurden hunderte Filme über Hiroshima und Nagasaki gedreht. Man soll denken, alles wurde gesagt und gedacht. Nein, neue veröffentlichte Dokumente bezeichnen, beziffern und beweisen, dass Hiroshima und Nagasaki nur eine Vorprobe war zum Krieg gegen UdSSR. Die erste Atombombe gegen Zivilisten wurde am 6. August 1945 auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen. Über 100.000 Menschen sind gestorben. Die in der Mitte waren, sind sofort gestorben. Die restlichen starben von Verbrennung und Strahlung. In Hiroshima gibt es immer noch Leute, die die Atombombardierung überlebt haben. Es gibt ca. 50.000 von denen. Jeder hat seine eigene Geschichte. Heute treffe ich eine. Welches Haus brauchen wir? Das da. Hallo. Ich heiße Tiyoko Kuwabara. Es ist sehr eng bei uns hier. Das ist mein Mann. Er hat auch die Atombombardierung überlebt. Seine Schwestern und Mutter starben. Chiyoko Kuwabara war damals in der Schule, ich war nur 13 Jahre alt. Die Erinnerungen sind immer noch frisch und Schmerzen ebenso. Es gab kein Signal zum Luftalarm. Daher dachten wir, es ist ein japanisches Flugzeug. Wir waren klein, also standen wir da und haben das Flugzeug angeschaut. Plötzlich fiel die Bombe. Es waren überall Leichen. Mütter haben versucht, ihre Kinder zu finden, aber konnten sie nicht erkennen am Gesicht. Überall hat man Schreie gehört, Mama, Mama. Die überlebten Kleinen haben selbst nach Müttern gerufen. Frauen haben Gesichter betrachtet und konnten nicht verstehen, ob das ihre Kinder sind. Ich habe gesehen, wie eine Mutter von den Wunden ihres Kindes Insekten mit einem Zweig versucht hat zu entfernen. In den offenen Wunden waren sie. Der Kleine hat geschrien, aber die Mutter verstand, dass schon morgen die Maden rausschlüpfen werden. Sie hat nur wiederholt, ich muss diese Viecher loswerden. Aber das hat nicht geholfen. Der Kleine starb trotzdem am nächsten Tag. Der Krieg dauert für mich noch an, da die Erinnerungen alle noch ganz frisch sind. Die lassen mir keine Ruhe. Ich war glücklich, dass der Plan funktionierte. Das war ein langer Krieg. Die Japaner haben uns zuerst angegriffen. Damals haben die Japaner nicht sehr angenehmes Volk. Die Politik der Regierung der USA war darauf gezielt, die Japaner zu unterwerfen. Und ich war bereit, alles zu tun in meiner Kraft Mögliche, um den Plan zu verwirklichen. Es war die Entscheidung gefallen, der durch Präsident Truman persönlich getroffen. Er war an diesem Posten damals 4 Monate lang.
Vor kurzem hat unser Flugzeug eine Bombe auf Hiroshima abgeworfen und hat diese Stadt völlig zerstört. Mit dieser Bombe sind wir auf eine neue Stufe der zerstörerischen Kraft rausgekommen. Das ist eine der größten Errungenschaften der Wissenschaft in der ganzen Geschichte. Peter, was denkst du, was denkt der Neffe des Präsidenten Truman darüber, über die Entscheidung seines Großvaters, die Bomben abzuwerfen? Eine schwierige Familiengeschichte. Dein Vater ist quasi eine Bombe abgeworfen, die 100.000 Menschen getötet hat. Schwierig damit zu leben wahrscheinlich. Ist interessant zu erfahren, wie er darüber denkt. Es ist eine Familiengeschichte von ihm. Hallo, sehr angenehm. Ich heiße Peter, meine Frau Polly. Hallo, angenehm. Viele werden Sie wahrscheinlich mit Ihnen sprechen können, wollen, im guten Sinne. Ja. Ja, so wie es ist. Ich weiß nicht, wie die Promis damit jeden Tag umgehen. Wie verhalten Sie, wie denken Sie darüber, dass man ein Interview von Ihnen nimmt, wegen Ihrem Großvater? Nein, nein, ich verstehe alles ausgezeichnet. Als ich klein war, hat mich das sehr gestört. Dann, wenn man heranwachsender ist, man versucht zu verstehen, wer man ist, und alle verstehen dich wie die Verlängerung von jemandem. Oh, du hast so einen wunderbaren Opa. Oh, ich kenne noch deinen Großvater. Aber jetzt bin ich groß. Es ist die Familiengeschichte, damit muss man leben. Also ist es etwas Unumgängliches. Warum? Ja, ich habe sie gewählt. Als ich noch schon 40 war, habe ich meinen Großvater für mich neu eröffnet. Verstehen Sie? Die Geschichte ist immer mit uns. Auf Potsdamer Konferenz Juni 1945, die Teilnehmer der Anti-Hitler-Koalition versuchen, sich zu einigen über die Nachkriegszustände. Der Truman, der den Roosevelt abgelöst hat, war für den Stalin ein Geheimnis. Truman auf der Potsdam-Konferenz sagte dem Stalin, dass USA über eine neue Waffe verfügen. Er hat nicht genau gesagt, über was er redet. Darauf sagte der Stalin total ruhig: Ich hoffe, Sie nutzen es effektiv gegen eure Feinde. Heute aus verschiedenen Quellen, auch aus sowjetischen Quellen, wissen wir, dass Stalin dank seiner Aufklärung über alles Bescheid wusste, welche Waffe der Truman meinte. Der Stalin verstand, es ist offensichtlich die Atomwaffe. Das USA hat vorher keine Informationen geliefert. Die Worte des Trumans sind bekannt, dass er eben über einen Schlagstock gegen den russischen Bären verfügt und zeigt den Russen seine Kraft. Was steht auf der Karte? Das ist eine Visitenkarte von Sumitero. Das ist sein Foto nach der Explosion in Nagasaki. Ich war 16 Jahre. Ich war 2 Kilometer vom Epizentrum weg. Die Explosion geschah auf meinem Rücken. Nach der Explosion war ich 3 Jahre und 7 Monate im Krankenhaus. Davon 1 Jahr und 9 Monate konnte ich mich gar nicht bewegen. Ich lag immer auf dem Bauch. Sumitero Tamiguchi trug die Post aus in dem Moment, als die Bombe auf Nagasaki fiel. Die Hitze schmolz seine Haut auf dem Rücken und den Händen. Die Aufnahmen gingen in die Geschichte ein. Der Sumitero wurde selbst zum lebendigen Symbol der Leiden. Mein Rücken verbrannte bis zum Knochen. Ein Teil des Körpers wurde stumm. Die Rippen schmelzten in Herz und Lunge. Ich spüre bis heute noch Schmerzen. 1959 hatten wir
ein Fonds für die Leidenden, für die Opfer der Bombardierung. Wir haben einen Rat zum Verbot der Atomwaffen. Da im gleichen Jahr habe ich angefangen, über die Tragödie zu erzählen. Dieser Staat war nicht zuerst geplant zur Bombardierung. Der Fat Man war für Kakura geplant, doch wegen dem Wetter mussten die amerikanischen Piloten ausweichen und Nagasaki attackieren. Der Fat Man wurde 3 Jahre später, am 9. August 1945, 3 Jahre nach Hiroshima abgeworfen und 70.000 Menschen starben sofort. Bis zum Beginn der Atombombardierung hat USA Blockade von Japan organisiert, um die Nahrungsmittel und andere Mittellieferung zu verhindern. Wegen der Beschluss der amerikanischen Kommission für Atombombardierungen war Japan schon vor der atomaren Bombardierung bereit für die Kapitulation. Und schon lange davor, bevor Amerikaner Intervention nach japanischen Insel geplant waren. Warum warfen denn die Amerikaner die Atombomben? Damit fangen alle Diskussionen an. Ich denke, Truman verfolgte 2 Ziele. Erstens, die Japaner zum Aufgeben zu bringen, bevor die Russen in den Krieg eintreten, damit UdSSR nicht die Territorien im Osten bekommen, die man ihnen versprach. Im Zweiten, die Amerikaner wollten den Russen ihre atomare Macht demonstrieren. Jedes Land der Siegermächte wollte maximal ihren Einfluss in der Welt ausbauen. Die Verhältnisse zwischen Ost und West wurden schlimmer. Die Unterlagen bestätigen dies. Die ehemaligen Alliierten haben angefangen, miteinander zu Konflikte zu schlüpfen. Dank dem Plan, der im Oktober 1945 entwickelt wurde, wurden 20 Städte auf der UdSSR zur Bombardierung bestimmt. Moskau und Leningrad waren darunter gleich von Anfang. Außerdem, soviel ich weiß, war die Hauptstadt auf Kreml oder das Kraftwerk, das nicht sehr weit weg war. Während die Bomben immer stärker wurden, verschoben sich auch die Anschlag-Epizenten, damit man mehrere Ziele mit einem Schlag erreichen kann. Auf der Karte sehen wir hier die Städte, die bestimmt wurden zum Bombardieren. Das sind originelle Unterlagen aus dem Plan, der durch die USA entworfen wurde. Waren bis 2012 geheim gehalten, diese Pläne. Das ist die Entwicklung von diesem Plan von dem Intelligence Committee. Hier ist die Rede davon, dass UdSSR geschwächt wird und wir müssen aggressive Politik gegenüber den treiben. Die weiteren Entwicklungen des Plans beinhalten immer mehr russische Städte zur Bombardierung. Das sind die Pläne, wie wir sehen. Das sind die Angriffsreichweiten von Flugzeugen von verschiedenen Basen. Also hier sind die Basen in Bremen, Stavanger, Foggia in Italien, Kreta und hier auch von Alaska Startbasen. Und wie weit die Reichweiten der Flugzeuge, welche Städte können attackiert werden. Es wurde immer größere, immer mehr Städte hinzugefügt, für die atomare Bombardierung eingefügt. Punkt 4. In Zukunft wird ein Krieg zwischen USA und UdSSR für die Durchsetzung der amerikanischen Pläne. Hier ist noch die Karte mit den Städten der UdSSR, die als Ziele gewählt wurden. Es sind alles Berechnungen sichtbar, wie viele Menschen würden sterben, wie viel Bevölkerung hatten diese Städte, wie viele würden durch die Bombardierung sterben.
Nagasaki. Sanae Ikeda, 82 Jahre alt. Er ist einer, der Bombardierung von Nagasaki überlebt hat. Zusammen mit seiner Tochter besucht er Schulen mit Lektionen über den Krieg. Er benutzt Zeichnungen, um den Kindern zu erklären, was passiert an diesem Tag. An dem Tag, als die Bombe abgeworfen wurde, war ein klarer Tag. Es war Sommer. Alle Kinder spazierten auf den Straßen. In irgendeinem Moment hörten wir ein Signal des Luftalarms. Ich sah im gleichen Moment die Bombe. Sie fiel langsam aus einem amerikanischen Flugzeug auf einem Fallschirm. Die Explosionswelle riss mir die Haut von den Händen ab. Ich blutete. Ich war zusammen mit meiner Mutter. Die Explosion warf sie 15 Meter weg von mir. Ich habe sie gefunden und wir liefen nach Hause. Unterwegs trafen wir einen Menschen. Er war so schwarz, dass wir gar nicht erkannten, ob das ein Mann oder Frau ist. Er sagte uns, dass die Stadt zerstört ist, dass alle gestorben sind. Beim Haus trafen wir Bekannte. Die sagten uns, dass alle Nachbarn tot sind. Die überlebten, waren alle verwundet. Sie wussten nicht, was zu tun ist. Sie standen im Wassergraben und versuchten, ihre Wunden zu kühlen. Dort habe ich auch einen Körper eines Kindes gefunden. Ich dachte, das ist meine Schwester. Man hat nichts erkannt. Sie war total verbrannt. Ich sah ein Band, mit der ihre Hose verbunden waren. Außen war sie total verbrannt und innen war sie ganz. Auf den Aufzeichnungen waren kleine Blumen. Ich habe verstanden, das war meine kleine Schwester. Wir haben irgendwelche Hölzer gefunden, machten Feuer und haben sie kremiert. Direkt in unserem Hof. Letztendlich verlor ich alle Schwestern und Brüder, nur meine Eltern und ich blieben am Leben. Ich denke, dass diese Bombardierung damals als notwendig betrachtet wurde, wie ein Generalmarschall, der die USA-Truppen geleitet hat, sagte mir, wir wollten unsere Invasion auf Japan verhindern. Wir verstanden, dass wir viele Japaner töten, aber auch viele Amerikaner werden sterben. Als die Rechtfertigung für die Bombardierungen, sagte Truman, die Rettung der Leben von 500.000 amerikanischer Soldaten, die bei der Invasion von Japan sterben werden. Ich kann eins nicht verstehen. Wie können nur die Menschen, die ein und die gleichen Dokumente studiert haben, die verschiedenen Entschlüsse bezüglich der Bombardierungen ziehen. Ich verstehe das auch nicht. Lasst uns mal auf die Daten der amerikanischen Aufklärung betrachten und auf die Aussagen der amerikanischen Militäranführer der Zeit damaligen. Es ist bekannt, dass 6 von 7 Militärführern, die später Generäle wurden, im Laufe des Krieges haben gesagt, dass die Bombardierungen nicht mit militärischen Notwendigkeiten gerechtfertigt war. Ich denke, das einzige Fazit ist der folgende. Die Bombardierungen waren nicht notwendig. Die Teilnahme von UdSSR am Krieg hätte dem Krieg ein Ende gelegt. Die amerikanische Invasion wurde nur für November geplant. Am 6. und 9. August haben wir Bomben abgeworfen, um unsere Invasion, wenn sie überhaupt stattfinden würde, erst 3 Monate später stattfinden sollte. Warum haben wir überhaupt diese Bomben abgeworfen, wollen wir uns fragen. Ja, ganz einfach, weil wir das wollten. Tyoko Kawabara hat uns in das Memorial im Friedensmuseum geführt. In der Nähe im Park hat sie irgendwann mal ihre Hochzeit
gefeiert. Hier erinnerte alles an die Bombardierung. Hiroshima Stadtrat hat vorgeschlagen, manche Exponate zu entfernen, da sie Kinder verschrecken konnten. Doch wir denken, die sind eher unrealistisch. Schaut mal. Sie hat ein zu sauberes Gesicht. Die Kleidung ist nicht zerrissen. Wenn sie so viel Radiation abkriegen, werden die Haare ausfallen und nicht so wie bei ihr. Diese hier sieht auch viel zu gut aus. Da, wo rote Kugel ist, ist das Epizentrum der Kugel, der Explosion. Die Bombe explodierte in 800 Meter über dem Boden. Solche Verletzte gab es sehr viele. Es schmerzt mir, das anzuschauen. Die armen Menschen. Ich denke, dass niemand von ihnen überlebt hat. Ob ich das bereue, was ich getan habe? Ich bereue, dass es zu dieser Situation kam, dass wir das abwerfen mussten. Aber ich denke, das war notwendig, um den Krieg zu beenden mit minimalen Verlusten. Wenn heute die gleiche Situation geschehen würde, ich meine die gleiche wie in 1945, ich würde genauso agieren. Ich würde mich freiwillig melden, um die Bomben abzuwerfen. Sie arbeiten jetzt an einem Buch? Ja, Memoiren. Welche Position haben Sie im Buch? Das ist ein sehr persönliches Buch. Es geht um die Änderung der Denkweise. Wir alle Amerikaner, die damals geboren sind, da dachte ich, dass die Bombardierungen notwendig waren. Sie haben den Schlusspunkt im Krieg gesetzt. Die haben 100.000 Menschen auf jeder Seite des Konflikts bewahrt. So sagte mein Opa immer. Die Leben der Amerikaner retten, die wahrscheinlich bei der Invasion sterben würden. Und dann, wenn man das einmal mit anderem Auge betrachtet, ist mir bewusst geworden, dass friedliche Menschen gestorben sind mit einem schrecklichen Tod. Japan bezahlt immer noch einen hohen Preis für die Folgen der Atombombardierungen. Die Regierung bezahlt monatlich den Verletzten damals Behandlung der Körperkrankheiten und psychologischer Krankheiten. Das sind alles Opfer der Atombombardierungen. Hier leben 300 Menschen. Sie haben alle Schaden von der Atombombardierung erlitten. Momentan ist die Hauptursache der Erkrankung Radiation. Was die Krankheiten betrifft, die die Menschen haben, die Radiation unterliegen, das sind alle möglichen Arten von Krebs und Herzerkrankungen. Wie viele Tage brauchst du für die Anfertigung dieses Spielzeugs? Es hängt ab von der Stimmung. Manchmal Wochen, manchmal Monat. Ist das für mich? Ja, danke schön. Nach der Explosion nur 3 meiner Kollegen starben am Leben. Die anderen 530 oder 550 starben alle. Außerdem gibt es sehr viele psychische Erkrankungen, zum Beispiel posttraumatisches Syndrom. Viele Überlebende wollen diesen Tag nicht mehr erinnern. Doch trotz ihres Wunsches kommt es immer wieder hoch. Also müssen wir Ärzte diese Situationen auch bewältigen. Yokosuka. Nach dem Krieg haben die Amerikaner die japanische Verfassung geändert. Diese gilt bis heute. Der 9. Abschnitt verbietet Japan, eine eigene Armee zu haben. Sie haben nur eine Verteidigungsarmee zu haben.
inklusive der Flotte, die hier nur auf der amerikanischen Basis in Yokosuka stationiert sein können. Die amerikanische Gegenwart fällt nirgendwo so auf wie auf den Straßen dieser Stadt. Wir sind ein paar Schritte entfernt von der amerikanischen Seebasis. Jederzeit steht hier. Ich weiß nicht, was das heißt. Hier können Sie einen Seebürger essen oder in das Geschäft der abgeschriebenen Armeewaren reingucken. Rock City Bar ist sehr populär bei den Überseebesuchern. Man denkt, hier verbringen sie eine sehr schöne Zeit. Okinawa. Wer auch immer auf der Militärbasis in Okinawa ist, nicht alles so schön wie in Yokosuka. Hier dienen 21.000 Menschen und davon jeder dritte amerikanische Soldat in einem asiatischen Pazifikregiment. Nach dem Krieg haben die Amerikaner unser Okinawa uns genommen. Es ist jetzt eine Kolonie der USA. Damals hat die amerikanische Armee uns einfach unsere Felder, unser Land genommen. Sie kamen hier, verbrannten unsere Felder. Das ist doch unser Boden. Als Okinawa in Japans Bestand zurückkehrte, hat hier angefangen, die Friedensverfassung zu gelten. Und sie garantiert eben Privateigentum. Wir fordern, dass unser Boden nicht als eine Militärbasis verwendet wird für Kriegsführung. Wir fordern die Schließung der Militärbasen. Wir fordern unseren Boden zurück. Trotz Atombombardierungen ist heute Japan und USA sehr gut miteinander Verhältnis, in einem guten Verhältnis. Doch kein amerikanischer Präsident hat Hiroshima oder Nagasaki bis heute besucht. Auch Truman während seiner Lebens nicht einmal hat er seine Entscheidung bereut, die Bomben abzuwerfen. Glauben Sie nicht, dass offizielle Entschuldigung angebracht wird? Nein, ich denke nicht. Man kann darüber reden, wie man will, aber ich denke nie, dass irgendwelche Entschuldigungen hier ausgesprochen werden. Vielleicht werden mal die Länder zueinander sagen, wir haben uns gegenseitig stark geschädigt und versprechen, dass sowas in der Zukunft nicht passieren wird. Aber momentan denke ich, es wird zu keinen Entschuldigungen kommen. Nicht Japan an USA und nicht umgekehrt auch. Und Japan wird sich auch nicht für Pearl Harbor entschuldigen. Wie denken Sie jetzt heute darüber, die Bombardierungen? Egal wie schön Amerikaner über diese Bombardierungen sich rechtfertigen, ich glaube denen kein Wort. Ich bin auch sehr enttäuscht über Präsident Obama. Er versprach, die Anzahl der Atombomben zu verkürzen, stattdessen erhöht sie nochmal. Er muss sich für seine Worte verantworten. Und er muss Hiroshima und Nagasaki besuchen. Und allen Opfern der Atombombardierung Respekt erweisen. Zur Info, es sind auch amerikanische Bürger bei diesen Atombombardierungen gestorben. Es waren amerikanische Gefangene, die in Hiroshima gehalten wurden. Die Atomexplosionen in Hiroshima und Nagasaki haben 300.000 Menschen vernichtet. Wenn die amerikanischen Generäle weitergehen würden und die Atombomben auf 20 sowjetische Städte abwerfen würden, inklusive Moskau, Leningrad und Sverdlovsk, wären Millionen friedliche Menschen gestorben. Die Erschaffung der Atombombe hat eine neue Ära des Widerstands zwischen Ost und West angefangen. Das Ära des Kalten Krieges.